So, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, es ist der 1.1.2014. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Nicht. Auch nicht schlecht. Passiert. Ich werde hier ein kleines Farm-Video vorstellen, beziehungsweise anleiten. Ich gerade, ob ich Ork da gehen soll. Ich gehe mal mit 2. Im Hintergrund lasse ich gerade Free YouTube Musik laufen. Ja. Ja, das ist sehr praktisch. Da die offiziell, zumindest heißt es so, keine Probleme mit der GEMA hat. Und ich hoffe mal, dass ich auch den ein oder anderen Seli drop. Wissen kann ich es natürlich nicht. Irgendwie Lags leicht. Okay, so. Ich schaue mir das Ganze mal an. Wie viele Minuten habe ich noch? 30 Minuten. Der Part wird jetzt ungefähr eine Viertelstunde gehen. Oh ja, mit dem G ist okay. Mal kurz noch andere YouTube-Mucke, die nervt mich ein bisschen. So. Es gibt irgendwie keine irgendwie Besonderheiten. Mit oder ohne, Doppeltrop. Da bin ich etwas verdutzt. Obwohl auf die E ist ja auch nicht zwangsläufig. Jetzt nur noch meine Selis Trop oder so. Ah, die hat schon einer kräftig durchgefarmt. Nichts mehr stehen lassen. Einer nichts mehr stehen lassen. Der hat ja schon so viel durchgefarmt, ja. Jetzt Weihnachten auch schon wieder rum. Neujahr ist schon rum. Neujahr steht vor der Tür. Bin gespannt, was sich alles ergeben wird. Ohne Steine habe ich eh keine großartig getroppt, darauf würde ich auch nochmal später eingehen. Ich könnte beim nächsten Mal vielleicht kurz zeigen, was ich alles getroppt habe am Ende vom Video, wenn es kein Mixtape ist. Und die verkaufe ich jetzt. Jetzt beschlossen, ich werde jetzt mal schauen, ich werde jetzt noch richtig viel Geld ansparen, dann werde ich noch ein großes Up-Video machen und ich werde mir gleich ein FF kaufen. Je nachdem. Jedenfalls wird erstmal gefarmt und ich hier so für jedes halbe Ding dann. Das Buch brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Gucken, wie viele Aura-Bücher ich schon habe. Ah, 2 Stück. Schade. Könnte nach meinem Geschmack gern mehr sein. So. Sollen wir mal kurz parallel dazu voten gehen.
So, kriegen wir schön was zusammen. Ich denke, die Muscheln werden insgesamt auch Geld abwerfen. So ist zumindest der Plan. Insgesamt schon über 200 Muscheln aufgemacht. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Aber es hilft einem ja auch nichts. Also, ich habe daraus also höchstens drei weiße, ein oder zwei blaue und eine rote oder so. Also minimaler. Von Gewinn brauchen wir gar nicht sprechen. Es ist nicht mal Verlust. Es ist nicht mal, der Ertrag ist ja nicht mal gedeckt. So. Also. Das Wort Gewinn brauchen wir gar nicht in den Mund zu nehmen. Und allein von FBs, da kriegst du auch nicht so viel Cash. Da musst du schon echt viele kloppen. Ich hoffe, dass einfach mit den Muscheln. Und dass sich hier richtig schnell die Dinger downhauen, dass es echt hier genügend hat. Dass das entsprechend funktioniert. Weil in OTM, ja, da ist schon immer viel los, dann sterbe ich mal. Aber die sind halt auch eng beieinander. Wenn es da gut läuft, da droppst du halt auch mal den einen oder anderen Seli. Aber die Selis brauche ich eh selber. Die muss ich eh jetzt da nochmal lesen. Habe ich überhaupt welche getroppt? Ich glaube 3 Stück in 1,5 Stunden oder so. Also sehr, sehr wenig, wie man sieht. Mal den Boss hier oben mal. So, mein Freund schon, ne? Und hat er was? Ne, hat er nicht. Nicht hat er. Nicht hat er. Ach, das Aura wieder an. Und durchaus von Vorteil hier. Ja, Leute, bei meinem anderen hatte ich dann auf einmal zwei weiße Muscheln erhalten gehabt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt. Ja. Nee, also mit meinem einen Account. Gar kein Stein oder wie? Erstaunlich, erstaunlich, so. Ja, ich habe die Hintergrundmusik jetzt mal beiseite gelassen, weil es auch ein bisschen genervt hat. Wenn, dann müsste ich das irgendwie einfach downloaden und dann entsprechend unterlegen. Ja, das Problem ist bei den Muscheln, man hebt die auf und denkt sich, hoch, traub ich bestimmt sie das Cooles. Man hebt die auf, denkt sich, ah, da ist bestimmt was Gutes drin. Das lohnt sich. Ist aber unter Umständen eben nicht der Fall. Was haben wir denn Interessantes hier zu verkaufen? Immer noch kein Stammverfehl. Ja. Muss auch mal gesagt werden.
diese ganzen Drachensplitter-Geschichte. Mit der bin ich auch nicht so sonderlich vertraut im Moment noch. Ich denke, das wird sich dann auch ergeben. Aber so wirklich viele Dinger droppe ich hier nicht. Muscheln. 7 Stück. Guck mal, wie voll OTM ist. So, oh, das sieht schon wieder voll aus. So. Jetzt habe ich jetzt mal einen kleinen Geheimplatz. Beziehungsweise, beim letzten Mal hat das ganz gut geklappt an der Stelle eigentlich. Oh, komm schon. Stupido Animale. So, da, Alter, warum leckt es denn jetzt hier so? Richtig Aggression, ne? Oh ne, jetzt hocken die auch schon. Alle haben sie mein Video geguckt, ne? Hier habe ich immer ganz gut. Also, was heißt ganz gut? Relation zu manch anderen Plätzen. Einfach noch viel voller war. Zum Beispiel da jetzt links von. Da kann man es ja fast vergessen, also. Ja, es wäre besser, wenn ich schon. Hier für OTM wäre gut 35. Aber ja, wie gesagt, das wäre schon gut, aber alles crap, holy crap shit. Da droppt man hier schon mehr. Es sieht zumindest nach mehr aus. Aber es war auch keine Muschel dabei. Es scheint so, als ob die. Server-Veteranen eine Dropprate verändert hätten, ne? Ah. Warte, will der gar nicht das Fertigkeitsbuch? Der will nur Muscheln oder was? Komm schon. Komm schon. So. Immer noch kein weiterer Aura-Spiel getroppt. Das ist natürlich sehr schade. Da würde man sich schon wünschen, dass man das ein oder andere noch droppt. Aber. In der Hand hat man es natürlich nie, ne? Das ist die Sache. Ja, man merkt halt auch, wenn man gegiftet ist, was das dann für Auswirkungen hat. Und ich pot hier gerade auch sehr eifrig selbst mit. Nee, und ich habe jetzt auch keinen Bock, ehrlich gesagt, drauf, einen Buff wieder Gruppe zu machen, sonst ist er ja immer so. Ja, dann sind dort 3 FPS, dann ist dort ein bisschen was. Ich muss das nachher eh noch umsortieren. Weil ich kann euch auch zeigen, auf meinem Buff habe ich auch noch einiges an FPS. Und ja, das ist halt so.
So, was haben wir denn hier für Kacke? Aber so farmt man auf jeden Fall eine höhere Ausbeute. Sagen wir es mal so. Es lässt sich nicht verleugnen, dass hier einfach größere Drops möglich sind. Im Schnitt auf jeden Fall. Also, das ist echt eine Tatsache. Ich kann es nicht leugnen. Und mein Buff, der kriegt jetzt bald hier wieder jede Menge neue FPs. Auch eine Sache, damit der natürlich besser. Dass der nicht auf Stufe 0 bleibt, ja, ist auch klar. Ja, ich sehe schon, hier geht schon wieder 16 Minuten. Es geht einfach so schnell. Kannst du da ein paar Minuten mit verbringen. Ohne wirklich viel zu erreicht zu haben, ne? Also, das ist jetzt erreicht. Ein paar Big Drops. Ich komme wahrscheinlich nicht mal auf 2, 3 Mio, mehr nicht. Wo ich erfarmt habe. Was gut ist, also das muss man echt loben. Auf anderen Servern geht es einem echt auf die Nerven, wenn das zum Beispiel nicht gescheit klappt mit dem, weiß, mit dem Anti-Expiring, weil sowas ist nervig. Jetzt ziehst du den Farm hoch und dann klappt es nicht oder reagiert erst zu spät. Und das muss halt dann schon klappen. Und so, dann verabschiede ich mich vom ersten Part im neuen Jahr. Ich freue mich auf eine weitere schöne Zusammenarbeit mit euch und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euren Erwartungen entsprechen und bis dahin sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Part.